Heute bei Influencer am See. Leute, was macht ihr mit mir? Boah, ich bin gerade so sauer, ihr seid so komisch, es ist kein Spaß mehr. Wirklich, es packt mich gerade ab, Alter. Wow! Leute, ihr wollt mich verarschen, Digga. Das ist kein Spaß mehr. Oh mein Gott. Ah! Am Abend kommen die Influencer in der Villa zusammen. Liebe Influencer, wir haben diese Woche viel über euch erfahren. Höhen und Tiefen, manchmal gab es auch richtig Zoff. Heute möchten wir mal ein bisschen in eure Vergangenheit schauen. Liebe Nina, mit dir fangen wir an. Alter, bei Gott, ey, wow. Das ist 3.26 Uhr und ich sage jetzt so ein TikTok auf meiner For You. Benutze ich diesen Filter? Ich bin nicht so erschrocken. Ich mir so gedacht, Mädchen chill. Ja, okay, Nina, wahrscheinlich Mädchen chill. Digga, ich geh jetzt schlafen, okay. Wow, ist hier was? Ist hier was? Nein, ist hier hoffentlich niemand. Liebe Nina, was sagst du dazu? Ey, es ist so unangenehm gerade. Keine Ahnung, das sind einfach so random Videos, die ich bewusst gepostet habe mal. Ja, keine Ahnung. Aber ihr bleibt nicht verschont. Lieber Janko. Oh Gott, Leute. Vor wie vielen Jahren waren die Aufnahmen? Boah, vor 2 oder 3 Jahren, da habe ich mit TikTok angefangen. Wie fühlt es sich jetzt an, das zu sehen? Schon ein bisschen peinlich, oder? Schauen wir mal, ob von der lieben KW-Gang die älteren Videos auch peinlich sind. Leute, unsere Mission ist nach Mexiko zu fahren mit Inline. Nö, ist nicht schlimm, oder wie? Boah, ey, kann man... Was sagt ihr das, wenn ihr eure ersten Videos seht? Ja, cringe. So, ohne Sinn eigentlich. Schon wie kamt ihr dann so auf den Comedy-Content? Sehr spontan. Da haben wir die Parodie von Fördert und Luana gedreht, wo die Trennung da war. Und dann ging das viral und damit weitergegangen. Maxima? Du bist ja die Jüngste, aber auch von dir gibt es Videos, wo du noch deutlich jünger warst. Oh mein Gott! Ja, Mann! Ich bin im Krankenhaus, frag mich wieso. Ja, Maxima, du schreibst in deinem letzten TikTok-Video hier, du fühlst dich unverstanden. In welcher Situation hast du das denn gepostet? Ich weiß es nicht mal. Ich glaube, das war voll die Aufmerksamkeitsschiene. Tobi, wie findest du die Aufnahmen? Was soll ich sagen? Ja, früher war ich auch, glaube ich, genauso. Ein auf Aufmerksamkeitsschiene. Aber ja, ich will eigentlich gesagt gar nicht meine Videos sehen. Trotzdem, lass uns gerne mal reinschauen, schön, wie es bei dir da aussieht. Nein! Bin ich noch mehr Videos gezeigt. Tobi, was hätte man denn sonst nicht sehen dürfen, wenn du schon sagst, zum Glück nicht noch mehr Videos? Ich würde sagen, das war schon eine der schlimmeren Szenen, aber ich bin froh, dass man, ich weiß, haben sehr viele Leute gesehen, aber zum Glück noch nicht mit dem Kondom-Video, also wo ich das Kondom im Kopf habe. Aber ja. Maxima, was meinst du zu den Videos? Jeder hat so Sachen gemacht, als er jung war. Aber das ist nicht alles, was wir heute Abend machen möchten. Ich würde einmal die KW-Gang und einmal Tobi zu mir bitten. Liebe KW-Gang, ihr gehört zu den Künstlern mit den meisten Punkten. Ihr seid heute Abend auf jeden Fall safe. Oh.
Aber bleibt bitte trotzdem bei mir. Wen der drei? Oh nein. Würdet ihr ungerne weiterhin in der Influencer am Sebelas sehen? Wen wir nicht mehr, also wen wir rauswählen. Richtig. Wir lieben euch alle drei. Ja, das kommt. Danke für die Liebe. Ja, dann würde ich Nina mit einer Begründung. Wir haben halt am meisten, Maximo und Janko, wenn wir halt so viel Zeit bekommen. Ja, zusammen. Am meisten, ja. Alright, Nina, stell dich einmal bitte hin. Ihr dürft euch setzen, danke schön. Lieber Tobi, du hast heute auch sehr gut abgeschnitten, deswegen bist auch du safe. Trotzdem hast du auch noch eine nicht so schöne Aufgabe vor dir. Wer von den drei Personen, Maxima, Janko oder Nina, möchtest du nicht mehr in der Influencer am Sebelas sehen? Ich glaube, alle drei wissen, dass ich sie extrem viel mag. Aber da ich habe echt viel Kontakt mit Maxima und Nina gehabt, deswegen will ich leider Janko. Sorry. Dann darfst du dich hinsetzen, komm bitte einmal vor. Wie fühlt es sich hier vorne zu stehen? Ja, schon komisch. Aber jetzt hat Tobi erwartet. Es wäre unfair, euch beide jetzt einfach gehen zu lassen. Ihr seid nämlich nicht die einzigen beiden Wackelkandidaten heute. Lieber Maxima, komm einmal bitte zu mir. Ich habe drei Karten. Zieht gerne einmal eine Karte. Dreht gerne die Karte einmal rum. Nina, was siehst du auf deiner Karte? Also entweder ist es eine Libelle oder eine Palme. Das ist eine Palme. Grüße an die Malerkünste aus dem Team. Was seht ihr? Ein Haus. Nikolas Haus da. Das Haus bedeutet leider, dass ihr beide die Villa verlassen müsst. Was? No. Das ist gerade richtig unangenehm. Du hast einen Joker, gell? Also du musst ihn nicht einsetzen. Ich setze ihn ein, aber Janko, was geht? Ja, egal. Lieber Janko, du hast auch Höhen und Tiefen mehr Influencer am See erlebt, aber trotzdem müssen wir uns heute leider von dir verabschieden. Nina, zeig nochmal, was du auf deinem Bild hast. So eine Palme. Was könnte die Palme heißen? Strand, vielleicht irgendwas. Die Villa, die Palme an der Villa. Also auf jeden Fall wirst du dich heute Nacht außerhalb befinden. Wie war denn deine letzte Nacht im Zelt? Die letzte Nacht im Zelt, die war sehr kalt und ungemütlich und wollte ich eigentlich nicht mehr erleben. Du wirst jetzt direkt abgeholt. Diesmal darfst du keine Sachen mehr packen. Und für dich geht es weiter weg in das Hinterland, 15 Kilometer entfernt zur nächsten Stadt, in ein altes Bauernhaus zum Übernachten. Nein! Ich bin richtig traurig. Nina, schaffst du das nicht? Ich hab schon alles. Liebe Nina, es geht für dich direkt los. Ich wünsche dir eine gute Nacht und einen guten Schlaf. Und ihr genießt den Tag in der Influencer am Sebelas noch. Also ich bin gerade ein bisschen geschockt tatsächlich, dass ich... Allein der Fakt, dass ich in einem Bauernhaus 15 Kilometer allein schlafen muss, ist schon krass, ohne irgendwas. Aber dass ich mir sogar noch die Augen verbindet, ist noch ein Ticken schlimmer. Zelten war ja schon scheiße, ne? Wenn ich jetzt in einem Haus bin, okay, aber Leute, ich hab Angst vor den Geistern. Das sind Geister, ehrlich. Ihr wisst gar nicht. Nina, keine Sorge, es wird noch viel schlimmer, als du dir vorstellst. Oh mein Gott, ihr seid so... Wirklich? Leute, jetzt... Warum schallt das so? Was macht ihr mit mir? Nein, das könnt ihr mir nicht antun, Leute. Ehrlich, ihr könnt mir das nicht antun. Ich heule gleich wieder. Oh Gott, ich heule immer. Ich heule in jeder Folge. Nein, normal. Leute, was macht ihr mit mir? Das ist nicht witzig. Fabrique.
habe in diesem Raum Würstchen angefasst, eine Banane, Kartoffeln, wo ein Schlüssel drin war, Hocker. Es war schlimm, es war wirklich schlimm. Oh, das ist nass. Oh, bitte Leute, sagt mir, dass er keine Spinne ist, oh Gott. Boah, Alter, Junge. Boah, Leute, jetzt ist es richtig gruselig, ehrlich. Ich dachte mir wirklich so, ziehen die das wirklich durch und durch? So musst du wirklich in diesem Raum da jetzt die ganze Nacht bleiben? Genug für dich. Du darfst wieder in die Villa. What the fuck? Was ist denn los? Was Nina nicht wusste, sie wurde zu keinem Bauernhof, sondern in die Garage der Influencer am Seevilla gefahren. Ich fand die Bestrafung richtig madig. Ehrlich. Also, ich musste ja letztens schon im Zelt übernachten. Ich hätte lieber dreimal jetzt mit noch Kälte am Zelt übernachtet, als das hier wieder zu tun. Waren die zwei Kameras und die winzigen roten Lichter von den Kameras das einzige Licht, was ich. Das einzige bisschen Hoffnung in meinem Leben. Hattest du Angst, hast du geweint? Nein, ich hab mich geweint. Alter, du siehst so viel aus. Ich schwöre, das war krass, Digga. Ich dachte wirklich, ich muss da unten pennen. Wirklich. Wie war es eigentlich? Es war scheiße, Leute. Ich hab wirklich, so ganz abgesehen davon, was ich machen musste, ich dachte wirklich, ich muss da jetzt unten schlafen. Also, so. Ich dachte, oder so, oder ich hatte eine Matratze. Eine Matratze und so eine normale dünne Decke mit so einem Kissen. Ey, war es wirklich stockdunkel? Es war stockdunkel. Aber gab es so Tiere oder so? Ich weiß es nicht, Bro. Ich hatte irgendwelche Viecher. Ja, ich hatte an alles hier denken müssen, an die ganzen Dinger, die wir hier schon gefunden haben. Ich hatte so Angst. Es gab so zwei Minuten, ich habe wirklich so Panik, dass, oh mein Gott, wenn da irgendwo eine Spinne ist. Ja, ich bin richtig abgefuckt auf diese Challenge. Am nächsten Tag geht es für die verbleibenden Social-Media-Künstler ans Meer. Sie erwartet eine Jetski-Challenge. Wer die Challenge gewinnt, ist ein Stück näher am Sieg von Influencer am See. Ich hab Angst, dass wir machen müssen. Jetski, Digga, safe. Guck mal, wenn ich einen Jetski schicke. Wer kann Jetski fahren? Ja, ich kann doch nicht. Ist voll schwer zu halten, oder? Nein. Wie gibt man den Gas? Also wie Auto? Ja, ich hab auch einen Roller gefahren. Liebe Influencer, ihr merkt, wir sind wieder am Wasser. Das heißt, gleich geht's wieder actionreich zu. Und das direkt auf dem Wasser. Liebe KW-Gang, ihr habt euch vor der Challenge schon entschieden, wer für euch antreten wird. Warum denn genau du? Weil ich richtig Bock drauf hatte. Sehr schön, dann steht das soweit auch schon mal fest. Ich würde euch einmal ganz gerne die Challenge erklären. Ihr werdet gleich in Zweiergruppen gegeneinander antreten. Das heißt, Influencer gegen Influencer. Die Influencer starten am Strand. Sie müssen ein Motorboot auf dem Meer umfahren und wieder zurück. Wer zuerst den Strand erreicht, gewinnt die Challenge. Die Person, die schneller hier ist, ist im Finale. Die andere Person hat leider keine Chance mehr auf den Gewinn von Influencer am See. Die Punkte haben wir einmal auf 0 gesetzt, dass wir kurz vorm Finale für jeden nochmal die gleiche Chance haben. Weil ich glaube, ihr habt es euch alle verdient, hier im Finale zu stehen. Also Punkte ist egal. Richtig. Also ich könnte jetzt auch rausfliegen. Richtig. Oh, oder ist ein Vollgas egal, wer mit mir fährt. Bei dir ist es aber, Tobi, du führst nicht nur, sondern du warst auch gestern der Beste. Deswegen darfst du dir jetzt aussuchen, gegen wen du antreten gegen wirst. Gegen wen? Gegen die KW-Gang. Alright. Dann werdet ihr beide gegeneinander antreten als erste Runde. Und ihr beide werdet gegeneinander in Runde 2 antreten. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg und danach werden wir sehen, welche zwei Personen im Finale von Influencer am See stehen. Viel Erfolg und gutes Kind. Ich habe noch nie gefahren. Warum bist du noch gefahren? Ich weiß nicht mal, was die Knöpfe hier sind. Drei, zwei, eins und los! Der Jetski der KW-Gang hält plötzlich an. Weiter! Wie ein Dummkopf! In der nächsten Folge. Was macht ihr? Die geht nach Nordkorea! Wo ist das Boot? Baby! Weiter, Belinda! Ich hab... Reicht doch jetzt mit deiner Mama und Papa. Es reicht, es ist vorbei. Wir können nicht... Ja, und du hast den Pressen von 1000 Menschen, die es war, Alter. Gesetzt, Mann, du hast gesehen. Das Boot ist da hinten neben, ne?
Wir gehen runter. Wir gehen weiter runter. 1000 years, 1000 miles.